Schwer- und todkranke Menschen sollen nicht transportiert werden, sondern sie haben tatsächlich das Recht auf eine komfortable Reise. Die Besonderheiten in der Demenzversorgung ist hauptsächlich, dass die Patienten ja oft gar nicht mehr wissen, was wir von ihnen wollen. Der Zugang zum Adipositas-Programm ist, dass wir alle Jugendlichen grundsätzlich ansprechen, ob sie daran teilnehmen wollen. Dieses Projekt Alt hilft Jung, wenn man das beobachtet und sieht, wie sie zusammenarbeiten, dann spürt man, dass der ältere Mensch auch wieder so ins Denken kommt und in die Kommunikation kommt und dass junge Leute auch da sehr ruhig werden und das annehmen können. Jetzt nach 60, 70 Jahren Nutzung dieses Gebäudes war eben die Renovierung angesagt. Kurz vor Ende der Bauzeit, in der Nacht vom 18. September, zunächst ein Dachstuhlbrand im rechten Turm und dann ist der ganze Dachstuhl auf 70 Meter Länge komplett ausgebrannt. Wir konnten eigentlich nur staunend und still zusehen, wie man versucht hat, das zu retten, was noch zu retten war. Wenn man übergewichtig ist oder Gewichtsprobleme hat, dann ist der Ansporn, Sport zu machen, relativ gering. Ein modernes Gerät wie diesen Ergometer, auf den setze ich mich lieber drauf, wie wenn ich irgendwo nur ein Spinningrad habe oder wenn ich sage, wir gehen jetzt im Wald zum Laufen. In einem Kinderhospiz, da war ein 6-jähriger Junge und er wollte einfach seinen Geburtstag noch einmal zu Hause feiern und das haben wir ihm ermöglicht und er ist auch kurz danach verstorben. Das Schöne ist, man hat Zeit für den Menschen. Man kann individuell Bedürfnisse erfüllen und das erfüllt einen selber auch. Die Zeit, die ihnen noch bleibt, wird schöner dadurch. Und wenn es bloß eine Stunde ist. Es gab nur materiellen Schaden. Ich sage immer, wir haben eine große Tragödie erlebt, aber keine Katastrophe. Und das hätte bei Vollnutzung des Gebäudes auch ganz, ganz anders noch ausgehen können. Wir sind wirklich abhängig von Menschen und Organisationen, die das sponsern. Ohne das geht's nicht. Wir können jetzt auch ein Equipment besorgen, Dinge kaufen. Und mit diesen Spenden kann ich einfach zu meinen Kolleginnen auch sagen, wenn sie mal 5 Minuten länger braucht, dann ist das okay.